Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 8 News Update. Es gibt wieder neue Informationen in Sachen Cross-Progression, Next-Gen-Konsolen-Update, ein Pathfinder-Buff ist in Planung, ein Loba-Buff wird getestet, was haben wir noch? Hop-Up für die Sentinel, für den Compound-Bow, für den Bogen, der eigentlich hätte auch eventuell in Season 8 kommen können, gibt es neue Informationen, inklusive Hop-Up und so weiter und so fort. Ich würde sagen, bleibt einfach bis zum Schluss dran. Es gibt wirklich interessante Informationen. Vorab wie immer schon mal einen Daumen da lassen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und gerne nochmal den Shoutout. Wir sind wieder bei 42% Nutzer ohne Abos. Das beweist, dass immer mehr Leute Bock auf News-Updates haben, aber noch nicht abonniert haben. Also Feuer frei. Es ist völlig kostenlos. Damit supportet ihr mich am besten. Und wir fangen jetzt einfach mal mit der ersten Sache an. Wir haben als allererstes, das ist noch das Uninteressanteste von allen, das ist ein Havoc Valentinstags Skin. Der soll zum Valentinstag plus minus soll der rauskommen während des aktuellen Events. Apropos Events, mich erreichen immer noch eine Menge Fragen zum Event wegen den Packs. Kriegt man die alle kostenlos? Muss man was kaufen, bezahlen und so weiter? Es wird so sein, dass wir zum kommenden Event zwei Event-Packs freischalten können. Das hatten wir schon mal im Iron Crown Event. Dann können wir noch 10 normale Packs freischalten und den Rest, wie in gewohnter Manier, müssen wir leider kaufen. Bevor ich mit den interessantesten Informationen anfange, wir springen mal ganz kurz ins Spiel, weil es gibt nämlich interessante Informationen. Das war das falsche Bild, denn Moment, wir gehen hier drauf, Trios, Duos, völlig egal. Wie ihr am Counter sehen könnt, wurde die Kings Canyon Only Liste von 14 Tage auf 7 Tage reduziert. Ich gehe mal davon aus, dass die Kritik sehr hoch war, dass zum Start von Season 8 wir 14 Tage nur Kings Canyon zocken können. Ich kann das auch völlig nachvollziehen. Heißt für uns, wir kriegen am Dienstag entweder Olympus zurück, World's Edge, vielleicht beides, vielleicht aber nur eine. Ich könnte mir vorstellen, dass eine von beiden Maps erstmal für die komplette Season oder vielleicht zum Split 2 erstmal entfernt wird. Ich gehe aber fest von Olympus aus, weil Olympus ist die zweite Map im Split für Ranked. Also gehe ich davon aus, dass der World's Edge erstmal für die komplette Season verschwindet und wir in Season 9 ein fettes Map-Update in Sachen World's Edge bekommen werden. Weiter geht's im Text. Wir haben als nächstes, das hatten wir schon, ja, das Next-Gen-Update. Also das Next-Gen-Update, das ist sowas von sicher. Es wird kommen. Es steht noch lange nicht fest, wann das kommt. Es steht aber da, dass Respawn tatsächlich 120 FPS für die Next-Konsolen anvisiert. Nicht nur 60 oder sonst irgendwas. Das könnte auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein. Wie gesagt, wann da was kommt, steht in den Sternen. Da müssen wir uns mal überraschen lassen. Als nächstes kam mit Season 8 mal wieder ein bisschen was in den Gamefiles wurde gefunden. Und zwar verschiedene Farben vom Compound Bow. Eine weitere Waffe, die schon vor Ewigkeiten mal geleakt und gezeigt wurde. Und das zweite, Colored Bow Arrow Tips Shader Color. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Gibt Aufschluss darauf, dass der vielleicht sogar ein Hop-Up bekommt, denn das grün markierte hier, da Hop-Up Shatter Rounds heißt übersetzt sowas wie zerschmettern. Das bedeutet, es könnte sein, dass dieser Compound Bow ein Hop-Up bekommt, der richtig reinhaut. Das ist sehr, sehr interessant. Was aber auch noch interessant ist, wir haben in dieser Liste ein paar mehr Hop-Ups und der drittletzte ist sehr, sehr interessant. Der Marksman Tempo. Es könnte tatsächlich sein, dass das der bis jetzt noch fehlende Hop-Up für die Sentinel ist. Ihr seht ja, und es ist aktuell noch immer drin, dort ist schon ein Hop-Up eingezeichnet. Der sieht optisch genauso aus, als könnte der Skullpiercer das sein. Es soll aber wo der Marksman Tempo sein. Und das soll wie folgt funktionieren. Habt ihr den Hop-Up auf der Sentinel und trefft einen Schuss, dann könnt ihr den Folgeschuss schneller abfeuern. Mehr ist es nicht. Finde ich interessant, aber noch ist nicht bekannt, wann dieser Hop-Up kommen könnte. Als nächstes, das ist auch sehr interessant, es ist definitiv ein Pathfinder-Buff in Planung. Der wird definitiv kommen, das hat Respawn schon bestätigt, nur steht noch nicht fest, wann. Und zwar soll es wohl so sein, dass der Pathfinder
oder dass dem Pathfinder das Low Profile weggenommen wird. Wer nicht weiß, was das ist, es gibt Legenden wie Wraith oder Lifeline, Watson und ich glaube Revenant war es noch, die haben inklusive Pathfinder alle das Low Profile und das bedeutet, durch ihre kleinere Hitbox nehmen sie 5% mehr Schaden, also sie kassieren 5% mehr Schaden, also bekommen pro Kugel, nicht dass er das falsch versteht, sie können nicht 5% mehr einstecken, sondern sie bekommen einfach 5% mehr Schaden und sind dadurch schneller down, wenn wir sie treffen. Und genau dieses Low Profile soll Pathfinder genommen werden, was ich auf jeden Fall sehr, sehr edel finde. Als nächstes, was ist das hier? Cross Progression. Wird schon sehr, sehr lange nachgefragt, ist definitiv, Moment, das ist das falsche Bild, ist schon lange, lange in Planung, wahrscheinlich nicht in Arbeit, aber Respawn selbst schreibt, das Spiel ist jetzt schon 2 Jahre draußen und ein 2 Jahre bestehendes Spiel, einfach Cross-Progression zu implementieren, ist nicht ganz so einfach. Es gibt Pros, es gibt Kontras für Cross-Progression. Sie schauen aber, dass es definitiv implementiert wird. Aber wir können uns jetzt schon mal davon verabschieden, dass wir in Season 9 Cross-Progression bekommen. Also es wird bestimmt, also zumindest für mich, ich behaupte einfach mal, so ein halbes Jahr können wir bestimmt noch warten. Und auch eine sehr interessante Sache, ein Loba-Buff. Habe ich jetzt gerade kurz vor Start des Videos noch entdeckt. Ein Loba-Buff ist in einer Testphase. Denn Respawn hat wohl scheinbar festgestellt, dass einzig und allein der Buff, dass sie Care-Packages ungeöffnet looten kann und auch sehen kann, schon von der Ferne, was da drin ist, reicht scheinbar nicht aus. Und die taktische wird tatsächlich gerade oder befindet sich in einer Testphase. Und zwar soll es wohl so sein, wenn ein Buff kommt, wird es nicht die Flugphase selber sein, wenn wir die taktische schmeißen, sondern es könnte sein, dass genau das kommt. Wir werfen diesen Teleport-Armreif und wir können uns während dieser Animation schneller bzw. normal bewegen. Und auch wenn wir dann landen und uns teleportieren, sollen wir uns sofort schneller bewegen können. Was aber nicht heißt, dass die Waffe sofort bereit ist. Ladies and Gentlemen, jetzt bin ich doch mal auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr von den News? Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Ein bisschen müssen wir uns auf jeden Fall noch gedulden, bis die meisten Sachen implementiert werden. Ach so, hätte ich fast vergessen. Es gibt noch einen klitzekleinen Fuse-Nerf. Der ist eigentlich meiner Meinung nach nicht die Rede wert. Es sollte von Anfang an eigentlich schon so sein, dass Fuse, wenn er auf die Barrikaden von Rampart schießt, dass die nicht 200 Schaden macht oder dass eben alle Barrikaden zerstört werden, sondern es soll so sein, wenn wir die Barrikaden treffen, dass die dann 50% weniger Damage machen. Das heißt, wir brauchen allem Anschein nach 2 taktische Granaten theoretisch von Fuse, bis diese Dinger zerstört werden können. Das war es jetzt aber, was ich für heute zu berichten habe. Morgen gibt es mein Pack-Opening, was ich live auf Twitch gestreamt habe. Das ist sehr, sehr gut angekommen. Das geht über eine halbe Stunde. Ich lasse es uncut. Ich denke, morgen gegen 9 Uhr wird das veröffentlicht. Wer da Bock hat, noch sich das 108 Pack-Opening reinzuziehen, natürlich mit Erbstückgarantie, das möchte ich schon mal vorwegnehmen, würde ich mich freuen, wenn ihr da morgen auch noch einschaltet. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.